Moin Leute, ja, ich hatte gerade ein Riesenproblem, nämlich hat der LS22 nicht mehr gestartet. Und ich habe auch eine Lösung für dieses Problem gefunden, wie man den wieder zum Starten bringen kann und dass man seine Safe Games behält. Wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Ja, wenn ihr den Farming Simulator 22 startet und hier so ein Kästchen von Giants kommt, wo dann irgendwie was mit Produktschlüssel draufsteht, dann startet er nicht mehr. Wenn ihr den schon mal gestartet habt, also wenn ihr den Produktschlüssel schon eingegeben habt, dann der startet, dann ist alles okay. Wenn er das aber irgendwann nicht mehr tut, das ist bei mir nämlich der Fall gewesen, ich habe ja schon mal gespielt und so, und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert, dann wollte das ist so, als wenn ich das eingebe und dann hat es nicht funktioniert. Wie ihr das beheben könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr auf dieser PC, das ist bei euch entweder da oben irgendwo oder halt dieses Dings hier unten. Und dann geht ihr auf Dokumente, My Games, Farming Simulator 22 und dann steht hier Safe Game, oder dann stehen hier eure Safe Games. Bei mir steht jetzt hier nur Safe Game 1, da macht ihr dann einen Rechtsklick drauf, beziehungsweise mehrere Safe Games sind, dann könnt ihr das so ganz einfach markieren und dann einen Rechtsklick machen. So, ich mache jetzt hier einen Rechtsklick drauf und gehe auf Kopieren. Wenn ihr das kopiert habt, dann geht ihr zweimal zurück. Und dann seid ihr hier wieder bei der Normalbau-Dokumente oder wo auch immer ihr euch das speichern könnt. Dann legt ihr euch einen Ordner an. Das geht hier ganz einfach. Rechtsklick, neu, Ordner. Und dann könnt ihr hier euren Namen eingeben. Ich habe es FS22 genannt. Ich lösche ihn jetzt auch direkt wieder, weil ich den nicht brauche. Ich habe hier nämlich schon FS22 Safe Games. Da ist auch schon ein Safe Game drin. Und wenn ihr das dann in diesen Ordner habt, dann geht ihr einfach auf Einfügen. Bei mir müsste ich jetzt halt hier Datei im Ziel ersetzen, so, aber euch wird das einfach einfügen und dann hättet ihr hier euer Safe Game drin. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr das hier einfach schließen und dann geht ihr hier bei euch auf Windows. Ich habe hier Windows 10 übrigens, falls das jemand interessiert. Dann geht ihr auf Farming Simulator, Rechtsklick hier drauf, deinstallieren und dann wählt ihr hier das aus und dann deinstalliert ihr das. Wenn ihr das deinstalliert habt, das mache ich jetzt nicht, weil bei mir funktioniert es ja wieder. Wenn ihr das deinstalliert habt, dann geht ihr auf, entweder ladet ihr euch das komplett neu runter, wenn ihr es schon gelöscht habt, oder ihr geht auf eure normale Download-Datei, das wäre jetzt bei mir hier drin und das dann. Da geht ihr dann doppelt drauf, ladet es neu herunter. Das macht ihr ganz normal, als wenn ihr den installieren wollen würdet, so. Ich akzeptiere natürlich wieder. Hier weiter. Und dann müsstet ihr hier auf Installieren drücken. Und ja, dann hättet ihr den Farming Simulator wieder drin. Dann startet ihr den. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Dann müsstet ihr hier euren Produktschlüssel wieder eingeben. Das ist der, den ihr mitgeliefert bekommen habt halt, ne? Dann gebt ihr den hier ganz normal wieder ein. Bei mir müsstet ihr jetzt ganz normal wieder starten. Ja, und das tut er auch. Und wenn ihr den startet, habt ihr kein Safe Game. Das ist ganz wichtig. Ihr habt keine Karriere gestartet. Oh, hoch. Ihr habt keine Karriere gestartet. Dann geht ihr nämlich auf Karriere und das ist bei euch dann hier alles leer, ja? So, dann beendet ihr das Ganze einmal wieder, damit ihr den natürlich installiert vernünftig. Geht wieder hier unten drauf. Geht wieder auf Dokumente. Nee, dann geht ihr hier auf erst auf Safe Game. Dann kopiert ihr euch das erst wieder. Warte, ich muss kurz gucken, wo das geht. Mal ein bisschen blind. Ah ne, warte, ich habe falsch an links geklappt. Dann kopiert ihr euch das natürlich hier wieder. Geht da zurück. Geht auf My Games, Farming Simulator 22. Und dann könnt ihr euch das hier einfach ganz normal reinkopieren. Aber das ist ganz wichtig, der Farming Simulator 22 darf dabei nicht offen sein. Also nicht geöffnet sein. Das ist ganz wichtig, weil sonst erkennt er das nämlich nicht. Ihr müsst ihn auf jeden Fall neu starten. So, wenn ihr das hier drin habt, könnt ihr das einfach wieder zumachen. Dann startet ihr den wieder. Und wenn ihr den gestartet habt, dann müsste das Safe Game wieder bei euch enthalten sein. So klar, ne? Und dann habt ihr hier eure Safe Games. Wie auch immer. Jo, oh Mann. Wie auch immer ihr euch das angeordnet habt. Habt ihr das hier dann? Ne? Ich habe jetzt nur das hier von Big Farm. Ja. Ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao.